willkommen zu einer neuen Folge Skat. Heute zeige ich euch, wie ihr einen recht typischen Fehler ganz einfach vermeiden könnt. Was redet er denn da? Ich sehe, dass das selbst erfahrenen Spielern passiert. Hört, 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 hört. Guckt euch mal diesen komischen Vogel an. Mensch, ist der verkrampft, wa? Und dann diese Brille, ja, diese Brille, ja, sag mal, ist das denn ein Zeichen? Vielleicht sollte ich mir doch jetzt mal wieder eine neue Brille besorgen, denn dieses Video, es ist schon über 2 Jahre alt, und zu Recht fragt ihr euch vielleicht, ja, warum zeigst du uns denn jetzt die alte Kamelle? Ja gut, nostalgische Gefühle, wenn man so einen jungen Hüpfer da zusieht, wie er sich abrackert, wie er sich müht. Aber es ist vor allen Dingen, dass ich in Feierlaune bin, denn mein Kanal hat inzwischen über 1 Million Views auf den Videos. 1 Million, das müsst ihr euch mal vorstellen. 1000 kann man sich schon kaum vorstellen. 100.000 ist eine große Menge, eine Riesenwolke, aber 1 Million, das ist eigentlich überhaupt nicht zu fassen. Das ist doch das Ziel, was du in fast jeder Disziplin irgendwie erreichen willst. Und dass ihr mir dabei geholfen habt, dass das tatsächlich geklappt hat auf einem Skat-Kanal, das finde ich immer noch unfassbar. Da gönne ich mir mal diese kleine Rückblende und ja, guckt euch diesen jungen Vogel mal an. Das hat er sich sicher nicht träumen lassen, dass das so weit kommt. So, was wollte er uns denn damals eigentlich sagen? Komm, wir gucken da noch mal kurz rein. Dü, dü, dü. Ja, ah, die Geschichte war das, die Geschichte war das. Das war noch, als ich die ganze Zeit diese Hintergrundmusik am Laufen hatte, ein bisschen nervig. Inzwischen habe ich das ja auch dank eurer Hinweise ein bisschen zurückreduziert. Und so habe ich damals die Karten erklärt. Heute sieht das ja ein wenig anders aus. Und ja, nichtsdestotrotz, das Video da ist mein erfolgreichstes mit fast 30.000 Klicks allein auf dem Video. Und ja, was ich damals da von mir gegeben habe, diese Weisheit ist natürlich universell gültig. Und deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich das heute noch mal zur Feier des Tages mit euch gemeinsam aufleben und zeige euch noch mal, wie ich das eben heute präsentieren würde. Das hier war also die Karte und das ist passiert. Der Spieler in Vorhand hat das Spiel für Passe Passe bekommen. Er hat jetzt eine Herz und eine Pik Lusche gedrückt und damit Kreuz gespielt, ist losgelaufen mit dem Kreuz Buben, hat darauf bekommen Kreuz Dame und Kreuz König, soweit alles in Ordnung. Das Einzige, was er natürlich erhofft, ist, dass jetzt hier Trumpf glatt steht, Trumpf 3:2, das sollte alles in trockene Tücher bringen. Auf Herzbube fiel wunschgemäß Pik Bube und Trumpf Ass, wunderbar, 15 Augen. Jetzt soll es eigentlich nur noch 2 Stiche in der Abgabe geben, einen in Herz, einen in Karo. Der in Herz kam auch direkt auf den Tisch, Dame Ass bedient, 29, und jetzt, ihr ahnt es schon, die Herz 10, die giftige Herz 10, was soll es wohl bedeuten? Natürlich kommt gleich der Überstich, aber er kann es natürlich noch nicht wissen, und auch der Vorstich Karo Bube hilft ihm ja nicht, dann macht die Trumpf 10 mit einer Ladung sonst den Stich. Er muss also hier schon hoffen, dass das jetzt nur eine Räuberpistole war, war es aber nicht, Überstich auf 49. Damit kann er jetzt natürlich nur noch gewinnen, wenn die Karo 10 entweder blank steht oder er sie erschnippeln kann. Letzteres ist schon mal nicht der Fall, denn Pik kam auf den Tisch, jetzt musste also gestochen werden. Das Spiel steht am Abgrund, letzter Versuch, Karo Ass, schnupp, schnupp, ja, wo ist die blanke 10, wenn man sie mal braucht? Nicht da, und obwohl jetzt Karo tatsächlich sogar 2:2 verteilt sitzt, ist das Spiel verloren. Und da kam natürlich die Frage, ja, Mensch, dumm gelaufen, oder hat er vielleicht auch was falsch gemacht? Jawohl, was hat er denn falsch gemacht? Was ist des Pudels Kern? Auch diese Frage erkläre ich jetzt lieber nochmal neu. Wir haben es ja gesehen, im Spielverlauf konnte sich der Spieler an sich wirklich nicht mehr gegen die Niederlage wehren. Da hat er ganz normal Trumpf gespielt und schon kam es zu dieser Überstichsituation, schon war es passiert. Der Fehler muss also schon vorher gelegen haben beim Drücken. Und zwar realistischerweise hatte er an sich 3 Karten zur Auswahl, aus denen er 2 drücken konnte, wenn wir mal davon ausgehen, dass er keinen Trumpf drückt und Karo Ass König Dame auch als Nebenstärke im Blatt hält, wo er nur einen Stich abgibt, dann fiel die Entscheidung zwischen diesen 3 Karten, und er hat an sich, ohne sich groß Gedanken zu machen, hier einfach, ja, könnte man fast sagen, die beiden rechts steckenden gegriffen. Das war jetzt eine Piklusche und eine Herzlusche,
Und wir haben dann gesehen, in Herz kam der Überschlag. Das heißt, es wäre logischerweise besser gewesen, die beiden Herz-Luschen im Keller zu haben. Dann hätte er Herz-Dame-Ass direkt stechen können, Trumpf 10 abgeholt und das Spiel war gewonnen. Nun könnt ihr natürlich sagen, ja gut, und was ist, wenn dann eben beim nächsten Mal Pik auf den Tisch kommt? Dann hat er ja die Pik-Lusche. Ganz richtig. Und deswegen zeige ich das ja, es gibt nämlich eine grundsätzliche Mechanik oder Wahrscheinlichkeitsrechnung, besser gesagt, die dafür spricht, in diesen Fällen zwei von einer Farbe zu drücken. Und das liegt einfach an der Anzahl der fehlenden Karten. In Herz, wo ihr eben zwei Karten habt, da fehlen fünf. In Pik, wo ihr nur eine Karte habt, da fehlen logischerweise noch sechs. Und das ist, so unwahrscheinlich sich das anhört, der himmelweite Unterschied, der dazu eben führt, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, fünf Karten irgendwie 4:1 zu verteilen, sodass es dann zu so einer Überstichsituation kommen kann, als das mit 6 Karten der Fall ist. 6 Karten jetzt irgendwie 5:1 zu verteilen, sodass es dazu kommen kann, das ist eben schon eine ganze Ecke unwahrscheinlicher. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist mindestens mal doppelt so wahrscheinlich. Und damit ist das natürlich ein ganz klares Argument, so zu drücken. Und dieses Argument ist sogar so stark, habe ich beim letzten Mal behauptet, dass man sich selbst in so einer Situation, wo ja typischerweise das Bild mit in den Keller gehört, mal überlegen kann, zumindest ab und an zur Abwechslung eben doch die beiden Karten einer Farbe zu drücken. So, einen habe ich natürlich noch. Es gibt ja immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Gerade wieder gesehen, wenn du dann mal etwa zum Beispiel sowas hier hast, dann kann es sich tatsächlich doch mal anbieten, so zu drücken, quasi gegen diese Regel, und zwar mit folgender Begründung: wenn hier in beiden Farben Ass und 10 fallen, fallen sowieso 24 Augen. Ist aber gar nicht so wahrscheinlich. Die Gegner legen ja auch nicht so gerne einen 21er Stich auf den Tisch, und dann müsste auch erstmal Herz Ass und 10 oder Pik Ass und 10 verteilt sitzen. Manchmal sind ja auch in einer Hand. Wenn das also nicht der Fall ist, wenn da nicht gleich 21 fallen, sondern nur ein voller, und ihr habt so gedrückt, dann können tatsächlich in der Farbe nur 14 Augen fallen, weil das zweite Bild eben im Keller ist, während wenn ihr so rumgedrückt hättet, auf die Pik-Dame natürlich trotzdem 18 Augen dann fallen könnte, also Ass und König. Das ist also so eine Kleinigkeit, die dann vielleicht in dem Fall doch mal wieder dafür spricht, eben so rum zu drücken. Zumindest sollten hier die beiden Varianten, die beiden Drohungen gegeneinander abgewogen werden, was im jeweiligen Gesamtkontext des Spiels für euch quasi bedrohlicher ist. So, das war es, das war Feierstunde, das war Nostalgie. Lasst uns noch einmal da rüber schauen zu dem komischen Vogel. Hier, da sehen wir ihn nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Und jetzt sage ich natürlich nicht Hallo und herzlich willkommen, sondern ich sage Tschüss, bis bald, und lasst uns die nächsten Millionen anpeilen. Es geht ja immer weiter, es geht immer weiter, und das letzte Blatt ist definitiv noch nicht verteilt.